Moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play FIFA 12 nun gegen Osnabrück. Mir ist jetzt also aufgefallen, dass die Rückrunde schon im Gange ist eigentlich, seit ein Spieltag jetzt. Also Regensburg war ja, glaube ich, unser erster Gegner. Ne? So habe ich das Gefühl. Ja, so, ja, passt sogar. Regensburg war unser allererster Gegner. Ne, Moment mal. Auf jeden Fall, das ist unser zweites Rückrundenspiel jetzt gegen Osnabrück, dessen Sponsor echt ein grandioser ist, Kaffeepartner. Ne? Terranova auf der Bank, wir haben ihn endlich zurück. Ich denke, Elman wird dieses und das nächste Spiel noch fehlen. Müssen wir uns abfinden. Und dann, wenn er fit ist, dann haben wir endlich wieder alles komplett und dann schießen wir uns. Ja. Solange ich unter den ersten beiden Plätzen bleibe, werde ich als Turnier die zweite Liga auch machen mit Oberhausen. Und wenn ich es dann schaffe, unter die ersten drei dazu gelangen, tja, dann macht euch auch was gefasst. Dann stürme ich die erste Liga. Und dann kann ich euch nur noch sagen, faul, nein. Dann kann ich euch nur noch sagen, wir werden total aufs Maul kriegen. Ich meine, was soll ich denn mit Oberhausen? Sorry, muss ich jetzt aber mal sagen, was soll ich mit Oberhausen gegen Bayern oder Dortmund oder Stuttgart oder Bremen? Ich bin kein FIFA Pro Gamer, wie ihr es seht. Ich brauche echt so, sag ich mal, die heftigen Chancen, die man hundertprozentig reinmachen muss. Und davon mache ich immer noch nicht alle rein. Und ich habe eine komische Taktik irgendwie immer. Ui! Also von der Schusshärte, ne? War der Schuss eben gut. Präzision weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der wäre sogar wirklich aufs Tor gegangen. Nein! Pass in den Lauf wäre jetzt schön gewesen. Vorne zu unseren Toren. Ich nenne jetzt einfach Toren. Kein Bock, den langen Namen auszusprechen, den ich eh aussprechen kann. Na gut, schon kann ich, aber ich weiß nicht, ob er richtig ist. Richtig ausgesprochen ist. Ah, komm. Gegen Osnabrück. Unentschieden. Würde es mir reichen? Ja. Osnabrück hat einen starken Kader, ist eine starke Mannschaft eigentlich für die dritte Liga. Mir würde ein Unentschieden reichen, da wir auch 7 Punkte Abstand haben. Ja klar, das könnte sich von 7, glaube ich, auf 6 circa wieder mindern. Ne, 5. So. Aber trotzdem. Na, mach doch keinen Bogen um ihn. aber egal. Noch haben wir Punkte Abstand von ihnen, von unserem Zweitplatzierten in der dritten Liga. Und ich hoffe, das bleibt auch bis zum Ende der Saison. Oder wir bleiben einfach Zweiter bis zum Ende der Saison. Das ist mir wirklich Schnuppe. Nein, ich will Erster werden. Oh. A, B, C, D, E, F, G. Ich habe hier ein kleines Klee. Hä? Was auch immer ich jetzt gerade gesagt habe. Vergiss es. Wow, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt machen wir das Tor. Jetzt machen wir das Tor. Auf einer ungewöhnlichen Art. Ui! Auf ein ungewöhnlicher Art. Es stimmte, dass wir ein Tor gemacht haben. Noch nicht ganz. Nice. Ey, warte mal jetzt demnächst öfter. Einfach mal so rausrotzen aus der Distanz. Ey, komm. Der lila Sturm kommt. Zack. Wenn du den nicht hältst, ne? Gut. Bei FIFA 09, was ich damals gespielt habe, habe ich wirklich um jeden Ball gebankt, der aufs Tor kam. Zunächst mal, weil die Distanzschuss 100 pro aufs Tor ging. Und zumal auch, weil der Torhüter manchmal so den Ball schön durchkullern lässt, manchmal. So durchflutschen lässt. Da hatte ich echt Angst. Das bei FIFA 12, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist. Vielleicht, wenn es regnet, Schnee liegt. Vielleicht. Aber vielleicht nur dann.
Ja, gegen Osnabrücks Abwehr finde ich im Moment keinen Weg. Das heißt, wir müssen zum altbekannten Mittel übergreifen, wenn wir sowas nicht schaffen, durch die Mitte von den Seiten aus. Oder Distanzschüsse. Selbst die Distanzschüsse würden aber, glaube ich, gleich ein Problem werden, falls es mal dazu komme heute und sie testen kann. Ja, halte den Ball länger. Man wird dich nicht dafür bestrafen. Nein, nein, du bestrafst dich selber schon. So, erste Halbzeit 0-0 gegen Osnabrück. Ja, ich will nicht verlieren, das ist ein Stadion. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob ich da... Oh. Oh, Mann. So Laufduelle kann ich mir echt abschminken gegen die. Da habe ich nie eine Chance. Ey. Das muss ich jetzt mal so sagen. So. Ja, da hätte man mehr rausmachen können. Was habe ich gerade eben gesagt? Egal. Nein! Ich merke jetzt erst, dass es eigentlich eine gute Chance war. Wenn ich den Ball bekommen hätte. Scheiße. Okay. Warum? Hammers Ohr, ja. Ich nehme alles zurück, was ich ihm gesagt habe. Es ist Zeit für eine Flanke. Don. Ich kriege echt kein Tor hin gegen die. Also gegen Osnabrück schaue ich echt kein Tor. Da bin ich wirklich zu blöd für. Weg mit dir. War doch nichts. Er ist mir in den Weg gelaufen. Das war alles. Costa geht raus, wie es aussieht. Dafür kommt Hansen. Okay. Und wir wechseln auch mal aus. Oder auch nicht. Oder doch? Probieren wir es mal. Oh. Wir haben ja Dings. Komm. Terranova, du kriegst eine Chance. Da die Flanken auch nicht so recht helfen, brauche ich jetzt einen Flinken vorne. Einen richtig schnellwendigen. Vielleicht gewinnen wir die Laufduelle jetzt. Alter! Was verspringt der Ball? Oh, nee! Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Oh, nee! Terranova, was machst du bitte schön da unten? Ich hab dir genau gesagt, welche Position du einnehmen sollst. Oh, ich sehe jetzt was kommen. So, erste Heimniederlage. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hämmern wir nochmal in der 90. Minute das Tor. Ey, komm. Komm. Da hätte es mir jetzt Freistoß geben können, ganz ehrlich. Ey, komm, du machst denselben Scheiß wie ich. Ey. Ich bemühe mich wirklich, ich drücke alles. Ich grätsche und so ein Scheiß, um den Ball zu kriegen, ne? Und verliere im Endeffekt doch. Was soll das? So. Da-dum-da-dum-da-dum-da-da-da. Ich reiß euch jetzt. Ey! Ey, komm, wie er mich wegschubst, das ist doch. Oh, verdammt. Viel zu hart. Oder? Ja! Nicht viel zu hart, ne. Oh Mann, ey. Tatsächlich, wir machen's doch. Geil! Jetzt noch der Sieg, jetzt noch der Sieg, komm. Jetzt haben wir noch Zeit sogar für den Sieg. Jetzt hier halt nach vorne. Sorry. Aber das muss sein, ey, komm. Ja! Jetzt ist doch der Sieg. Los, Leute. Das gucken wir uns aber nochmal an. Schön, neue Flanke. Der Torhüter Ritter hätte rausgehen können. Oh, wir wechseln, glaube ich, jetzt gerade Reichert aus. Aber, oh ne, doch nicht. Egal. So. Zack.
Schinken. Naja, hätte ich irgendwie Lust zu gerade. Egal. Lala. Jetzt bin ich höchst motiviert, oh. Ey, wenn... Ja, ich glaube, meine Motivation wäre ja ein Geller gegangen, wenn der jetzt reingegangen wäre. So. Regensburg spielt nochmal unentschieden gegen SC. Keine Ahnung, wie das ist. Ich weiß es immer noch nicht. Glück gehabt. Glück gehabt. Das Terreno war da nicht wahr. Dann hättet ihr ein kleines Problem. Ach komm. Ach, hör mir auf. Hör mir doch mal auf hier. Ne, 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 ne. So, 5 Minuten noch. Gegen Osnabrück. Da schaffen wir jetzt den Siegtreffer. Nein! Wohin? Da wollte ich ihn passen eigentlich, aber trotzdem, der sollte woanders hin. Mal wieder. Ah! Wenn das die 90. Minute jetzt gerade ist, dann schauen wir... Oh, ganz knapp. Nein. Nein. Abseits, komm. Ihr wollt ja schon meinen, ne? Der war auch wieder so knapp. Ich hoffe, er pfeift jetzt nicht gleich ab. Das wäre nicht schön. Komm, schnell, schnell, schnell. Ey! Nein! Da war doch Reichert, nein! Scheiße! Wieder nur unentschieden, ey. Okay, wir sind zu Hause jetzt immer noch umgeschlagen, aber trotzdem. Ja, da, 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 da. Ja, das sollte jetzt mal besser werden. Stuttgart 2, vorletzter Platz. Da müssen wir punkten. Tut mir zwar wie gegen die Stuttgart-Wappen da schon zu sehen und dann zu gewinnen müssen, aber egal. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Part und da will ich den Sieg. Ich will den Sieg, verdammte Sch